Hallo Leute, hier ist euer Pitbull. Es geht euch genauso, dass Mafia 3 nicht starten will. Ich kann euch helfen damit, das ist kein Problem. Also ihr müsst einfach ganz normal, ihr seht es jetzt selber, wartet mal, Mafia 3, wenn ich es jetzt starten will. Da kommt ihr in den Launcher rein. Wenn ihr von dem Launcher aus, na, auf Starten geht, verschwindet das ja meistens. Ihr kommt zurück zum Desktop. So, jetzt kann ich euch helfen, wie es funktioniert. Ihr macht einfach das. Ihr geht auf hier Visual C Download. Alle löschen. Ihr müsst alle, wirklich alle löschen bei Programme drinnen. Komplett. Dann tut den Rechner komplett neu starten. Und dann zieht er euch das komplett neueste Update. Also neueste hier Visual C. Und dann könnt ihr das Spiel starten und es funktioniert. Viel Spaß damit, Leute. Ich wünsche euch viel Erfolg. Danke. Tschüss. Lasst einen Kommentar, wenn es funktioniert hat. Ciao.